Geohash. Es geht darum, Geokoordinaten auch mal auf eine andere Weise aufzeichnen zu können mit bestimmten wünschenswerten Eigenschaften, die man gerne hätte. Und die sind vor allem dann interessant, wenn man ganz viele von diesen Punkten hat, wenn man die in Gruppen zusammenfassen mag oder wenn man es manchmal nicht so genau wissen will und möchte ganze Gebiete haben und möchte wissen, wer ist denn da alles drin. Und das ist was, was man mit diesem Geohash, mit dieser Geohash-Schreibweise quasi geschenkt bekommt. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht für eine noch nicht so große Menge an Punkten. Und zwar gibt es in Irland einen Bekannten von mir, der gern spazieren geht und der Fotos macht. Und der hat in ganz Irland bisher 1300 Stellen fotografiert. Und die sehen dann so aus, wenn man eine anklickt. Zack. Dann kommt nur die Info, wo gibt es nähere Dinge. Und das ist eigentlich die Webseite. Der fotografiert so Steinmonumente. Ja, und insgesamt hat der so 1300 Punkte zusammengetragen. Wenn wir uns da ein bisschen rauszoomen, blubbern die zusammen, 1338. Und was wir jetzt sehen, wie diese aufflitzen, das nennt man Cluster. Also Gruppen von Pins oder von Orten, die von Interesse sind, die man zusammenfassen mag. Und mit dem Geohash-Format, das wird hier nicht verwendet, aber mit dem Geohash-Format geht sowas recht schön und bequem und gut. Und hier in dieser Liste, da haben wir nur, wie gesagt, die 1300 ungefähr, die lassen sich in einem Brocken noch ganz gut handhaben. Wenn man aber irgendwas hat, wie, keine Ahnung, eines der Projekte, das gerade vorgestellt wurde gestern, möchte Überwachungskameras kartieren, wenn man das die ganze Welt weit denkt, dann hat man da relativ schnell mehr als 1300 beieinander, dann muss man die irgendwie in kleinere Gruppen zusammenfassen und dann muss man dieses Pin-Clustering benutzen. Das war das eine. Und das andere, wo man sehen kann, wie so ein Geohash aussieht. Ja. Wie so ein Geohash aussieht, das ist das der Geohash selber ist dieses Ding da hinten dran. Und das kann länger oder kürzer sein. Wenn man da draufklickt, das ist mein Webservice, wo man die Dinger gleich anschauen kann, diese Geohashes. Dann sehen wir, aha, da ist irgendwie das Amerika-Haus gemeint damit. Wenig überraschend. Und damit ihr mal gesehen habt, wie sieht so ein Geohash dann aus. Da drin steckt die Information Länge und Breite, Latitude, Longitude, wie man das von GPS-Punkten kennt, aber eben in diesem einen Ding drin. So, und warum ist das interessant? Welche Eigenschaften machen das interessant? Na, da will ich hin. So, Geohash mal anders. Geokoordinaten mal anders, eben wegen diesen Unschärfen und wegen diesen Gebieten. Wie macht man das? Wie ist das Rechenverfahren? Die Länge und die Breite beziehen sich jeweils auf einen Punkt auf der Erdoberfläche, auf diesen Kreis. Das ist, eine ist runterwärts und das andere ist waagerecht rum. Wenn man jetzt jeweils diesen ganzen Kreis wie mit einem Maßband nimmt, wo die Zahlen von 0 bis 232 draufstehen, und dann sagt, an welchem Punkt sind wir gerade? Und sagt, aha, und guckt, welche Zahl steht da, dann ist es ein 32-bittiger Integer. Und das mache ich bei beiden Richtungen. Dann habe ich zwei dieser Zahlen, zwei 32-bittige Integer. Die ziehe ich jeweils für sich auseinander auf die doppelte Länge, dass immer ein Teil von der Zahl kommt, dann eine Lücke, dann ein Teil von, nächster Teil von der Zahl, nächste Lücke, dass die wie so ein Kamm aufgegangen sind. Und diese beiden schiebe ich wiederum ineinander. Und so komme ich insgesamt auf 64 Bit und die kann ich dann von hinten abschneiden. Und habe also die unwichtigsten 4 Bit von der einen Zahl und die unwichtigsten Bit von der anderen Zahl abgeschnitten und darum kann ich die gemeinsam kürzen. Das ist der Witz bei dieser einen Zahl. Warum zieht man das auseinander und schiebt das wieder ineinander? Damit man zwei Zahlen in einer hat und die noch dazu hinten abkürzen kann. So ist dieses Rechenverfahren und das macht der Computer sehr effizient, das ist für den wenig Arbeit, das geht fast nebenbei, also da ist keine mehrschrittige Rechnung nötig, sondern das ist ein Rechenbefehl, der existiert. So, jetzt muss ich wieder den Back-Button finden. Und zwar weniger den... Ah, da möchte ich weitergehen. Genau. So. Noch dazu sind diese 64 Bit in Buchstaben verpackt,
die haben wir da drüben vorher gerade gesehen, die so ein bisschen gut lesbar sind. Also U281, die 1 wird hier verwendet, das L ist in diesem Alphabet, das hier verwendet wird, zum Beispiel nicht drin, damit man 1 und L nicht verwechseln kann. Oder die 0 ist drin, aber das O ist nicht drin, damit die wenigstens ein bisschen vertauschungssicher werden. Lesefreundliches Alphabet. Dann die Ungenauigkeit habe ich schon erwähnt, die können von hinten abgeschnitten werden, diese Geohashes. Und das war im Prinzip die Kurzeinführung, was ich euch über Geohash erzählen wollte. Ich habe hier noch Quellen und diesen Beispiel-Webservice von mir gelistet. Und draufgekommen bin ich über einen Kollegen, der das in Go implementiert hat. Und ich das gesehen habe und dachte, oh, das ist ein interessantes Rechenverfahren. Sowas hätte ich auch gerne. Und bin dann bei tieferer Recherche eben auf diese Beschreibung, wie funktioniert das, bei Wikipedia. Lustigerweise, der Standard ist bei Wikipedia. Normalerweise liegen die immer woanders. Aber in dem Fall hat der Autor gesagt, ne, er schreibt nur eine Wiki-Seite und da muss man einfach nachschauen, und wenn man wissen will, wie das funktioniert. Das Ganze liegt unter Public Domain, dieses Rechenverfahren kann man also auch verwenden und kriegt niemals irgendwelchen juristischen Ärger. Und durch das, dass eben am Schluss eine 64-bittige Zahl rauskommt, ist es sehr schön für Rechner zu verarbeiten und man hat nur eine Zahl, man kann nicht die zweite Hälfte verlieren.